Hey Leute, willkommen zurück bei Grey Matter. Ich bin wieder im Charles seinem Zimmer und ich habe dann hier Charles Telefonnummer, Muttertelefonnummer entdeckt. Und ich glaube, die hatte ich noch nicht gespeichert. Ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen gehe ich jetzt mal aufs Handy. Nimm das Handy in die Hand. Und... So, ich habe die Nummer in meinem Handy gespeichert, falls ich sie irgendwann mal brauche. Ah, nee, das hatten wir schon. Ja, ich bin hier ein bisschen ratlos im Augenblick, ehrlich gesagt. Weil ich jetzt auch hier, mir, wie ihr seht, alles anzeigen lasse, was es hier so gibt. Achso, nee, ich wollte nach oben gehen. Also bei der Helena war ich schon noch mal drin. Und dann gucken wir jetzt dann doch noch mal zum Harvey. Ah, wie oft nehme ich jetzt noch den falschen Gang? Verwirrt mich alles. Nach oben. So. Doch nochmal in Harveys Zimmer. Ja. Figuren, haben wir jetzt die Figuren schon angesehen? Jungs, können wohl einfach nicht die Finger... Nee, das hatten wir schon gehabt. Bett. Nee, das hatten wir auch schon. Puh. Ja, Leute. Ich mach nochmal einen Cut. Und such offscreen weiter und dann sehen wir mal, was ich hier so entdecke oder auch nicht. Also bis dann. Hey Leute, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt gesehen und ich weiß nicht, ob das vorher schon war, aber hier ist jetzt Charles' Mutter. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, wer dann diese Sissy ist. Ach, Sissy wird Mrs. Daltons Schwester sein, der das Handy gehört. Oder Mrs. Dalton selbst, das wahrscheinlich, okay, Charles' Mutter, rufen mal Charles' Mutter an, wenn das geht. Im Moment wüsste ich nicht, warum ich dort anrufen soll. Nein, geht nicht. Ja, dann weiß ich doch auch nicht. Wo könnte sich noch was verstecken? Soll ich nochmal mit dem Portier eine Runde quatschen? Mit dem Wachhund? Weil sonst, weiß ich echt nicht. Oder kann ich jetzt doch in den Speisesaal erstmal einen Happen zu mir nehmen? Den Speisesaal lasse ich aus. Mrs. Dalton mästet mich auf dem Dreadhill-Anwesen schon genug. Ja, das ist richtig. Aber wo soll ich denn dann hin, Sam? Kann ich mit dem Wachhund, der wird mir noch angezeigt. Aber den kann ich nur angucken. Na, guck ihn an. Guck ihn an. Ich wüsste im Moment nicht, was ich ihn fragen könnte. Doch, was ich nämlich als nächstes machen soll. Oder kann... Ja gut, das ist jetzt alles Nebelstochern. Ich versuche doch nochmal die Helena anzurufen. Zu irgendwas muss dieses Telefon doch nütze sein, oder? Helena. Anrufen. Im Moment wüsste ich... Kann ich den Harvey anrufen? Im Moment wüsste... Nee. Nö, Leute. Ich werde hier ein bisschen hängen gelassen vom Spiel. In jeder Herde gibt es ein schwarzes Schaf. Über irgendwen muss ich noch was rausfinden. Und ich hätte ihm gedacht, dass ich Charles' Mutter anrufen muss noch. Malik, über den kriege ich nichts raus. Und auf der Karte wird mir eben nur St. Edmund Hall angezeigt. Die Telefonnummer von dem Malik haben wir nicht, gell? Der gehört ja auch nicht zum Club der Lämmer. Kontakte. Ne.
Oh, ja. Ich könnte noch eine Runde Snake spielen, Leute, aber ansonsten bin ich jetzt etwas überfragt. Ja, Leute, ich gucke mich weiter um und mache hier einen Cut und dann sehen wir uns, wenn ich hoffentlich das Richtige gefunden habe. Bis gleich. Wow, ihr wirkt so ernst heute. Bei Vollmond bin ich immer so. Manche Leute werden zum Werwolf und ich mache einen auf Walter Cronkite. Jetzt ist der große Augenblick gekommen, nicht wahr? Wir sind uns einig, oder? Wir stimmen ab und entweder machen wir zusammen weiter oder wir steigen alle aus dem Experiment aus. Einer für alle, alle für einen. Wie gehen wir vor? Sollen wir einfach die Hand heben? Wie wär's mit einer geheimen Wahl? Oder brauchen wir das nicht? Ja, Leute, ich bin einfach aus der Eingangshalle rausgegangen in den Hof. Zuvor bin ich immer direkt über das Menü zur Bushaltestelle hier quasi gegangen. Das hätte ich mal lassen sollen. Hier ist scheinbar unser nächster Schritt. Und ja, ich kann mit denen allen irgendeinen Zaubertrick machen. Und das hat irgendwas mit einer geheimen Wahl zu tun. Puh. Und was kann ich für einen machen? Anleitung. Das Geheimnis des verschlossenen Zimmers haben wir schon. Der zerstörte und wieder reparierte Ring haben wir auch schon. Teile und Herrsche hatten wir auch schon. Die unbeschädigte zerrissene Zeitung hatten wir, glaube ich, noch nicht. Die Zaubertintenfleck hatten wir auch noch nicht. Briefgeheimnis hatten wir schon. Wahrsagerei. Bodenloser Becher hatten wir auch schon. Wahrsagerei hatten wir auch schon. Was war das mit der... Telefonwahrsagerei mit der Angela mit dem Münztelefon. Schall und Rauch hat man, glaube ich, noch nicht. Schockierende, selbstheilende Wunde hat man schon mit der Susan Obstschale. Was noch? Dieser Trick kommt bei Partys immer sehr gut an. Du forderst das Publikum auf, verschiedene Obstsorten zu nennen. Die genannten Sorten schreibst du auf und legst in die Schale deine Obstschale. Ah, deine Obstschale, okay. Wenn genug Obstsorten genannt wurden, präsentierst du dem Publikum eine verbreitete einen vorbereiteten Geschenkbeutel und verrätst, dass du schon vor dem Ganzen vorhergesehen hast, welches Obst aus der Schale gezogen wird. Bitte einen Freiwilligen, einen Zettel aus der Obstschale zu ziehen und die Sorte vorzulesen. Zeige danach den Inhalt des Geschenkbeutels. Und siehe da, deine Vorhersage stimmt. Der Trick dabei, egal was das Publikum sagt, du schreibst immer nur die Obstsorte auf, die du vorher in den Beutel getan hast. Aha. Stelle die Schale vor dem Publikum auf und erzähle den Leuten, dass du ihre Hilfe dabei brauchst, eine hübsche Obstschale zu füllen. Nimm Stift und Notizblock in die Hand und bitte die Leute, Obstsorten zu nennen. Schreibe mit gespielter Konzentration die Obstsorte auf den Block und wirf den Zettel, den du sorgsam faltest, in die Schale. Setze das Ganze fort, solange das Publikum Obstsorten nennt. In Wahrheit schreibst du jedes Mal die Sorte auf, die du vorher vorbereitet hast, wie zum Beispiel Apfel. Du kannst es glaubhafter gestalten, wenn du unterschiedlich lange auf den Zettel schreibst oder komplizierte Sorten buchstabieren lässt. Wenn dem Publikum langsam die Idee ausgeht und nachdem du deine Sorte mindestens einmal gehört hast, sagst du, dass es jetzt genug Obstsorten seien und legst Stift und Notizblock weg. Hole den Geschenkbeutel hervor und verrate dem Publikum, dass sich darin ein Obst befindet. Deine Vorhersage, was gleich aus der Schale gezogen wird. Ich glaube, das kommt einer Wahl am ehesten nahe. Hütchenspiel könnte man mit ihnen auch mal. Machen wir mal die Obstschale. Ich mache euch einen Vorschlag. Es gibt da eine Möglichkeit, demokratisch zu wählen und trotzdem ein Zufallselement oder nennen wir es Schicksal mit einzubeziehen. Außerdem wird dadurch eine Pattsituation vermieden, falls es gleich viele Stimmen auf beiden Seiten gibt. Wie funktioniert das? Ich schreibe für jede eurer Stimmen einen Zettel und dann stecken wir sie in eine Mütze. Charles, nehmen wir deine? Dann ziehen wir einen der Stimmzettel und die Entscheidung ist gefallen. Interessant. Das ist gut. Für die Mehrheit ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ihre Entscheidung gezogen wird, aber die Minderheit hat trotzdem eine Chance. Schicksal. Das Schicksal kann eingreifen. Das gefällt mir. Gut, fangen wir an. Charles, das Experiment beenden oder bleiben? Beenden. Hui. Helena?
Ist ja nicht so, dass wir keinen Spaß hatten, aber ich stimme für beenden. Ich stimme auch für beenden. Da zeichnet sich ein klarer Trend ab. Ich stimme für bleiben. Bleiben. Ha, das dachte ich mir, Malik. Und jetzt ich. Ich stimme für bleiben. Gut, dass wir uns auf das Schicksal verlassen. Wer will ziehen? Ich würde gern. Darf ich? Sicher, nur zu. Dann soll es so sein. Einer für alle? Und alle bis zum Hals in der Scheiße. Bis heute Abend. Tschüss, Sam. Bis dann. Bis dann. Hast du da was gedreht, oh großes Sam-Mini? Es stand 50-50. Es hätte auch anders ausgehen können. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das war unheimlich, Leute. Ah, oh. Oh. Was war das denn bitte? Das war ja mal richtig heftig alles zusammen. Ja, also wir sind scheinbar hier jetzt wieder mit David unterwegs. Und, ja, aber nach diesem dramatischen, Intermezzo würde ich sagen, mache ich einen Cut. Und, mich würde nur eins interessieren. Oh ja, wir haben ein komplett neues Kapitel. Ein Tag in einem Ruderboot, Psi und der Geist. Was ist am Tag zuvor geschehen? Das Experiment, Bonuskapitel 5. Wir sind also jetzt in Kapitel 5 und da sind wir wieder David Styles. Ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr schaltet in der nächsten Folge von Grey Matter wieder ein. Also bis dann. Ciao.